So. So, muss ich mal kurz das klären. So, Pistol live. Und jetzt geht's hier aber auch los. Oh. Wird das Pro. Fängt tatsächlich T an. CT an, so rum. Blocken hier kurz. Sehr ähnlich zu der Mausaufstellung. Aprox schon mit First Track. In den Cutters. Boah, krasser Egenkura. Boah, schön. Beide weggesprengt. Fox auch bekannt auf Spot. Könnten jetzt eigentlich fast A durch. Entscheiden sich auch dazu. 2 P150 höre ich da. Virtus wollte kurz blocken. Schwabeli macht aber den Frag. Und lang sind sie auch durch. Schön. Da geht die erste Pistol an Mausspawns. Mit nur einem Mann Verlust. Sehr, sehr, sehr schöne HEs. Gegen Kura an kurz. Da haben sie ihr Equipment einfach perfekt eingesetzt. Und sich damit die Pist gesichert. Schade, dass ich nicht bei Aprox drauf war bei dem First Check. Aber dennoch. Wichtige Runde für Maus. So, wieder ganz normal über kurz. Da was wieder vorgeschickt. Boah, schön, Mann. Da räumt er einfach mit allen dreien auf. Schön rumgezogen immer. Doch vergleichsweise wenig Schaden bekommen. So, 2-0. Noch eine Runde. Und dann Equip. Also die Positionsanzeige da unterm Rad könnt ihr getrost ignorieren. Das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Gleicher Aufbau bei Maus. Schnapper muss ja ein bisschen aufpassen, dass da links einer ist, aber er zieht ja eh nur ab. Stuffer so der wieder kurz geschickt. Macht wieder den ersten. Spuckt sie mit da unten. Ziehen sich da auch schön weg. Schuss von Dossier. Lang sind sie aber schon vorn und Trouble ist drauf, holt seine Mates nach. Ah, da hat Aprox ein bisschen Probleme. Die Ekos sieht da schon mal wesentlich besser aus für Virtus Pro. Immerhin haben sie keine guten Waffen, sonst wäre die Runde vielleicht nochmal knapp. Es wurde aber auch zu lang gelegt, damit die Runde wirklich hundertprozentig gewonnen ist. Da liegt sie, neben der Tonne. Kura da vorlang. Schade, dass wir keine Flaggen haben. Dazu muss der Admin das einstellen und der streamt wahrscheinlich ein anderes Spiel. Ich denke mal Navi oder so. Aber Navi sehen wir auch im Anschluss noch. Gegen Jazz. Und ich bin sehr gespannt, wie sich Navi schlägt. Aber jetzt hier die erste Equip Round. Struck sie mit AWP. Lang wird gedoppelt. Also Virtus spielt ja komplett außerhalb. Ah, Dossier, aber offensiv an kurz. Eher ja, kompletter normaler Aufbau, Struktur Base. Oh, jetzt gibt es aber den Take von Würzburg in die Mitte. Hatten sich da 1-1 Ausgleich schaffen. Oh nein! Jetzt wurde das hier noch gebankt. Unterzahl für Maus. HP sehen aber noch relativ gut aus.
Schöne Gegenfläche von Virtus. Lang aber zurückgedrängt. Die Bombe können sie legen. Würde smoken. Also wenn sie jetzt zu kurz legen können, dorthin kommen. Ach, sehr schön. Die Smokes helfen gerade enorm. Ach, sehr schön. Nur noch Kucher anlangen. Oh, da hat Kura Probleme. Und noch next hinter der Viererkiste. Und das weiß Kura nicht. Er zieht durch. Er zieht durch. Oh, schön gespielt von next. Aber schön runtergespielt noch von Maus. Da sieht Virtus nicht so souverän aus, wie man es vielleicht aus 1-6 kennt. Adrian, Adrian and Adrian. Was? Das ist auf jeden Fall Adrian. Also der echte Adrian. Der Kasache Adrian. Nicht dieser Fake Adrian aus Kanada. So, Maus hat hier auch gar keinen Zwang, irgendwas umzustellen. Ich bin einfach hier weiter in Aufbau. Aprox hat auch gut von Aprox, dort jetzt defensiv zu stehen. Sie wissen, dass sie CTs in Eco haben. Schnapper somit nur an T-Base. Geht da kein Risiko ein, in Katas irgendwie überrannt zu werden und vielleicht die AK zu verlieren. Also Maus wirklich sehr kontrolliert. Und was ich noch sagen wollte, diese Woche startet, also findet ja nicht nur das Event in Prag statt. Das stehen auch noch nicht alle Teilnehmer fest, also vielleicht überlegen wir da eine Überraschung. Aber am Sonntag startet auch die ECA in White Season. Und da ist natürlich auch Maus dabei und das ist ein richtig krasses Turnier. Da sind alle Top-Teams, alle europäischen Top-Teams vertreten. Und das werden sicherlich sehr, sehr geile Spiele. So, aber Push von Virtus in die Katas. Kriegen da auch die Frags. Boah. Kriegen da noch mehr Frags. Der ist eine Unterzahl, aber zwei CTs richtig low oder eine extrem angeschlagen. Troubly kann hier noch vielleicht einige machen. Rechts muss er aufpassen. Schade. Hat er veraimt. Angel war da. Adrian war da drauf. Somit die erste Runde für Virtus. So, mal schauen, wie Maus darauf reagiert. Schnapper diesmal. Aber das würde mir sowieso viel, viel, viel besser gefallen. Oh, schade. Da wurde nur. Ach. Okay, war natürlich auch nett. Da hat man direkt. Hä? Was, ist einer gepusht oder was? Ja, also man hat auf jeden Fall gerade die AWP am Spawn getauscht. Boah! Schönes Aim von Troubly. Man hat auf jeden Fall gerade die AWP am Spawn getauscht, weil Aprox den besseren Spawn einfach zur Mitte hatte. So, jetzt gibt man hier die Überzahl ein bisschen aus der Hand. Troubly stirbt dann lang und da ist gerade jeder einzeln. Zum Glück hat Schnapper noch die Bombe auf dem Rücken. Und Star Wars kontaktiert sich mit raus. Es könnte noch gut enden. Schnapper das Duell gewinnt, macht er auch. Und Star Wars hat eine gute Ausgangslage. Er darf nur kein böses Timing haben. So, jetzt einfach weg. Boah, eigentlich auch nicht so schlecht, jetzt vielleicht B zu gehen. Zwei AWPs. Oh, und jetzt sieht man es. Adrian pusht vor B. Und wenn sie jetzt. Ah, sie kommen auf jeden Fall drauf. Adrian wird da keine Chance mehr haben, einen Frag zu ziehen. Müsste da auch auf Fox warten, aber er versucht es direkt. Weiß genau, dass Fox sehr weit weg ist. Einmal gegengeflecht. Jetzt blind. Jetzt wird wahrscheinlich auch gelegt. Safe am Hapesha. Und wie gesagt, der Retake mit zwei AWPs. Der wird super schwer. Fox wechselt auf M4, kommt über Katas. Sie wollen es wirklich probieren. Wichtiges Duell. Oh, verliert leider Staffros. Und Aprox jetzt mit Timing rechts. Schön geaimt. Stark von Aprox. Jetzt kann er das 1 gegen 1 einfach easy runterspielen. Oh, schön, Mann. So, bring die Ave mit. Oh, die sucht er, glaube ich, auch direkt. Nein. Also man hat es genau gesehen, wie er die Ave gesucht hat. Aber schöne Runde von Maus. Da haben sie die. Was war denn das? 2 gegen 4 wieder. Also so ein Maus, das man gar nicht so kennt.
normalerweise geben sie solche Situationen ab und holen so eine Unterzahlsituation nicht. Zumindest wenn man mal die letzten Spiele der vergangenen Wochen so sich anschaut. Die waren ja schon teilweise sehr haarsträubend. Boah. Aber wird das Pferd mit diesen Cutters-Pushes extrem gut. So haben sie die erste Runde gewonnen und die zweite sieht doch auch gut aus. Struxi, der jetzt geschickter sieht. Komplett egal. Der CT, der geht da tatsächlich den Kampf ein. Boah, schöne Pose von Angel. Deswegen hat der CT wahrscheinlich auch unten Mitte gefightet. Ja, also Maus brauchen Mittel gegen die Pushes. Gegen die Cutters-Pushes. Man könnte natürlich einfach schnell irgendwie den Aspid durchziehen oder so. Oder einfach in den Cutters mal besser aufpassen. Vielleicht eher mit Flashes rum oder sonst was. Aber es ist auch direkt Geld weg. Also da wird es gute Arbeit geleistet. Oh, schöne Flash nochmal von hinten. Aber bringt alles nichts. Genau, gute Idee. Mitte wird dann gerefackt, aber immerhin eine Waffe. Dennoch, schöne Idee an Lang, aber egal. Geld ist wieder da. So, wird nur Minischlitz gezielt. Können sie schnell Lang an. An der Smoke oder in der Smoke. Trouble aber nur allein. Bombe zieht nach. Was hilft ihm da? Trouble macht den. Lol. Oh, schön. Jetzt kann Aprox nicht überrennen. Vielleicht sieht's. Oh, Aprox kriegt ihn noch. So, jetzt ist man zu dritt lang. Eigentlich sehr gute Ansage. Aber die CTs sind nicht Cutters drin. Oh, und jetzt muss Schrux da warten eigentlich. Auf Starhouse. Beide CTs am A. Boah, schöne Hits schon. Struxi aber auch schon extrem viel Schaden bekommen. Er muss ihm jetzt heraushelfen. So, Struxi könnte vielleicht von hinten flashen. Er zieht einfach so rum. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Warum verwenden sie nicht ihr Equipment? Die CTs wussten doch ohnehin, dass sie lang sind. Zumindest einer. Eine Silent Flash von hinten drüber über das Dach, das kann man ja werfen. Das geht ja extrem gut, soweit ich weiß. Wo ist meine Maus? Ja gut, Alter, wo ist meine Maus? Ach nee, das Draw ist. Das Malen ist gerade aus. Ah, muss ich gleich mal einstellen. Hier Herr Kuba bangt einfach nur rein. Ah, Struxi und Stavros eher B-orientiert, allerdings dauert das viel zu lange. Adrian macht eine viel zu gute Position da. Macht aber extrem Probleme. Alter, was geht denn da nicht rein? Oder was trifft der denn da bitte nicht? Da wird sich Adrian aber ärgern. So, wie war das? Maus wieder mit dem Standard. Nix Mitte. Oben gestorben. Angel mit AWP. Auch ungewöhnlich. Also, wenn wird das AWP hat, dann haben sie ja meistens direkt zwei Stück davon. Das heißt, sich
Komplette raus. Ein B-Split hat man noch nicht gespielt. Könnte man also noch auspacken. Darf Angel nur noch keinen Flank bekommen. Schöner Reflect von Aprox. Sehr wichtig. Oh, das jetzt Fake? Oh, man faked sich hier selbst. Nee. Bitte gesmoked. B raus, Agent gleich. Steht vorm Tor. Gar nicht so eine schlechte Ausgangslage jetzt für Maus. Mit Trouble lange überlebt und sie B jetzt sich nicht überrennen lassen. Trouble schiebt so einen Mates auch ganz gut. Hat er gemerkt, kriegt keinen echten Frag oder so, gehört keine Steps. So, Bombe auch gelegt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auch nur Kuchen mit Flashes. Schöne Gegenflash von Star Wars. So auch noch nicht gesehen. Dann haben sie auf jeden Fall was einverlassen. Aprox macht einen. Trouble auch zur Stelle. Ah, schön. Und nur noch Trouble. Nice. Geil gehalten da den Spot. Inter Unterzahl. Schöne Gegenflash von Struxi was, glaube ich. Auch wenn die jetzt so rein optisch komisch aussah. Sah irgendwie so aus, als ob die direkt über ihm. Oh. Also der Move ist auch irgendwie so Standard in Go. Eine Flash drüber, damit der T an der Base nicht sieht kurzzeitig, so verschwommen ist. Dann zieht die Arme rum. Hat wunderbar geklappt. Schöner Move von den Russen. So, diesmal haben wir die Mitte aber zu weit geblockt. Also wenn man da jetzt rausgeht, das ist eher nicht so toll. So, spottet dann am Element. So, wenn ihr sie jetzt noch einmal einen über... Was? Ach Gott, hier ist rechts. So, Trouble lenkt ein bisschen ab. Zieht die Aufmerksamkeit auf sich und der Rest geht über kurz. Trouble wartet und wartet und wartet. Er hat das Wichtigste in der Runde jetzt. Wenn er es gewinnt, können sie die Runde machen. Oh, da springt, glaube ich, gleich an der Base wieder, oder? Jo. Ah, schade. Fox hat dagegen geaimt. Und Trouble schiebt über hinten. Nur kurz. Oh, schöne Headshot. Oh, Bombe legen wäre noch wichtig. Nein, warum gehst du Headstrampe? Oh, sie wissen es nicht, dass nur einer lang ist. Wie bitter, wie bitter. Damit müssen sie doch aber eigentlich rechnen. Ah, schade. Aber wenn Fox den Schuss nicht macht. Next was, glaube ich, wenn der da hochkommt über die Schräge. Gute Idee. Leider durch Fox vereitelt. Und Virtus ist doch gar nicht mal so übel, muss man sagen. Maus wird hier noch ein ganzes Stück zu knabbern haben. Boah, what? Machen sie dann mit der P250 wieder? Boah, schön. Und da kommt es auf einmal zum 1 gegen 1 Duell. Fox gegen Aprox. Aprox hat sogar noch relativ viel HP. Hat die Bombe nicht. Oh, jetzt ging... Boah. Schlechteste Entscheidung, wie Aprox, glaube ich, treffen konnte, da über Todesgang zu gehen. Gegen AWP. 7-7 Ausgleich, letzte Runde steht an und die sollte doch mal bitte an Maus gehen. Pistol haben sie ja sogar gewonnen. Also eigentlich musste ich gerade beunruhigt sein, aber irgendwie... Maus hatte halt auch relativ viele Ekos, von daher... Die Waffenrunden, die sie gewonnen haben, waren ja ganz gut. Und das hat er jetzt auch nicht schlecht, nicht Schlechtes gemacht. Frakes Next räumt auf. Sie waren wieder Cutters gepusht. Zwei haben da aber gut aufgeräumt. B-Spieler gefallen. Boah, sehr schön. Kleine Chaos-Runde meinerseits. Aber ganz wichtig, dass mir sich noch die 8. Runde sichert. Ach.
Zeit in die Kommentare zu schauen. Navi führt gegen Rush 9 zu 6. Sehr schön. So, ich wollte hier nochmal kurz Map Overview Draw 1. Also was ich vorhin meinte, dass der Spieler hier hinten aus der Grube hier einfach drüber hätte flächen können. Aber hier über das Dach. Kurz, aber diesmal ein T schon ganz weit vorne. Boah, Glück im Unglück für Oh, was ein Glück, ey. Mal ganz ehrlich, Jubilee hätte da sterben müssen. Ich hoffe, das rettet sie noch irgendwie durch die Runde. Ey, und gerade Mitte raus. Trifft darauf ab. Struck sie. Oh, ja, schöner Minischlitz. Wird da direkt gegenflächen können. So, jetzt sieht er sie. Flash sitzt. Leider nicht. 12er Base B ist frei. HP-Zahlen sehen nicht gut aus. Die Piste sieht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Kann man nur hoffen, dass die Equip Shots gleich einen guten Verlauf finden. Dass in den Ekos gedrückt wird, ist einfach so krass. Leider reicht nicht für einen Track. Krass von Nex. Und dann hat es doch nochmal für 3 Frags gereicht. Und die beiden anderen waren auch low. Schöner Satz, Alternate führt 4-4 gegen Hawks. Nette Führung auf jeden Fall. So, schön durchs Jahr abgeflasht. Schade. Hätten die fast da bekommen. Da muss Push da rein. Jetzt struck sie jetzt. Weil der T legt sich da nicht weiter an. Gute Entscheidung von T's. Allerdings haben sie lang komplett nicht im Blick. Wieder einer richtig low. Apox macht einen. Kommt sie. Oh, schön, Apox, Staffos gewinnt das Duell. Kommt eigentlich an die Waffe. Wenn Trump den noch einen macht. Apox. Timing vielleicht möglich. Die Smoke liegt einfach noch viel zu gut. Ach, schade. Aber wieder eine ganz gute Eco von Maus. Jetzt Timinger. Hat der T gerade unten das Eck gecheckt. So, jetzt bitte mal die erste Equiptron direkt gewinnen. Dann wird das Pferd instant kurz durch. Jetzt schon zu zweit. Kassierende HE. Einer gerade an lang. Ansonsten schöne HEs auf jeden Fall schon mal.
Sie wollen da A gehen. Wir dürfen jetzt nicht gegen die Arme von Fox sterben. Mit der Pose von Abholz, ich glaube, der bin nicht so leicht blind. Wichtig, dass man jetzt nicht stirbt. Und man entscheidet sich für B-Go. Oder? Ja, gibt ein B-Split. Man hat übrigens umgestellt. Abhox nicht mehr am A. Jetzt gibt sie vielleicht drüber. Struck sie vielleicht nochmal vor B. Hält das eigentlich ganz gut auf. Struck sie mit 2. Mit 3. Och, krass. Schöner Shot. Jetzt noch eine Kuche. Einer über Base und einer vor B. Oh, den, mit dem rechnet Struck sie nicht. Da hat ihn gesehen. Komm, mach ihn nichts. Oh, schade. Schöne Hits. Loch kann er echt direkt rumziehen. Komm, ihr habt noch Equipment. Trouble hat noch Flashes. Gewinnst du eine Katastrophe hier auch, Abrucksätze? Aber der ist halt gut drauf, der Junge. Der kann's machen. Hat das Kid Fake Plant? Nein. Oh, wie bitter, wie bitter, wie bitter. Boah, jetzt nicht das Spiel aus der Hand geben. Wobei das... Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass sie es in der Hand haben. Boah. Damit muss Abox verrechnen, dass er dort Fake... Also den Plant anfaked. Aber was ich eben noch sagen wollte... Die Maus hat, glaube ich, umgestellt. Haben wir jetzt nicht mehr Abox, sondern... Struxi und Stavros und Nex. Wobei es ist eine Eco. Ich muss gleich nochmal in der Equipped Round drauf achten. Eigentlich war ja Nex und Aprox am B. Struxi war immer in der Mitte und Trubel und Stavros waren am A. Wieder eine knappe Runde. Smokes haben wir allerdings keine Chance. Ja, wobei, Struck sich nochmal bei Cutters. Chablis wartet da. Die Bombe ist halt noch nicht gelegt. Oh, Struck. Oh, die T ist super Move. Aber Adrian kann vielleicht sterben. Oh, die beide sind. Boah, krass von Adrian. Alter, 11 und 12 HP, das ist so Pech, aber auch manchmal. So, jetzt wieder Waffen, eine wichtige Runde. Das verschießt zum Glück. Ja, es sind wirklich Stutzi und Stavros am B. Nächstes Mal mit einem langen. Oder ich faile einfach nur total und habe mir die Aufstellung nicht gemerkt. Sie wird direkt überrannt, macht ein bisschen Hits. Nee, Star Wars stirbt direkt noch am B. Wieder muss man aus den Retake setzen. Und über Cutters. Noch. Aprox. Aprox gegen 2. Noch reloaden. Sauber. 2 nur noch. Eine Apox gegen 2. Aber ach, wieder belebt nur einer. Wie scheiße knapp aber auch die Runden sind. Das sieht nicht gut aus. Maus kann aber nochmal kaufen. Sollten sie sich nochmal aufraffen. Und den B-Spot irgendwie safe halten. Beziehungsweise die Mitte halt safe halten. Wenn Virtus schlau ist, müssen sie damit rechnen und wieder was Richtung A anspielen. Boah, aber Abhox gewinnt das Duell. Also wie gesagt, heute ist er ganz gut drauf, habe ich so das Gefühl. Fühlt sich da wahrscheinlich zunehmend wohler in dem Spiel. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? So, da sieht man es. Virtus orientiert sich wieder Richtung B. Ah, wobei. Werden sie jetzt mit sammeln. Passiert erstmal lange Zeit nichts.
kurz ein bisschen gesprengt, wird gesmoked. Ja, gehen aber trotzdem B. Das hier fake dann ein bisschen. So, jetzt sind sie mit raus. Struxi und Stavros. Müssen jetzt aufpassen. Struxi stirbt. Stavros noch hinten am Loch. Macht K. B einfach total unsafe. Da haben sie kein gutes Mittel gegen den B-Split. Dann müssen sie die Mitte irgendwie mal über Base halten. Am B mal anders stehen, nicht nur am Plateau. Vielleicht mal von rechts offensiv an der Ecke da. Also hier. Oder mal über Noob-Ecke oder was weiß ich. Und vor allem muss die Mitte mal irgendwie anders gespielt werden. Vielleicht mal hier boosten oder so, aber hat man alles nicht gemacht. Virtus kam da wieder gut drauf und haben jetzt schon die 14. Runde safe. Und Maus hat gekauft, was geht. Kassieren direkt wieder den ersten First Track. Next stirbt. Also hier ist die Luft wahrscheinlich auch schon raus. Da sterben sie gerade alle einzeln. So, was. Ach, sie sind halt B drauf schon. Und Aprox rechnen damit nicht. Er macht kein Kit. Müssten sich also beeilen. Unten rechts ist einer. Aprox sieht ihn nicht. Oh, der T spielt aber gut. Spielt das. Ach, ganz toll. Das ist auf jeden Fall schon da. Das ist auf jeden Fall schon mal das Draw. Leider, leider, leider. Dabei fing es so gut an, eigentlich. Hatten sie nicht sogar die erste Crypton sogar gewonnen als T? Sie hatten die Pistol gewonnen, jetzt zweite Pistol verloren. Das geht, ist ja alles noch in Ordnung. Aber Schwachstelle war heute einfach B. Da hat man anscheinend noch nicht ausreichend trainiert. Nachdem man dort umgestellt hat. Der Fuß-Hit gegen Star Wars. Star Wars stirbt direkt. Trouble meine ich. Ex nach blind. Sie kriegen halt nur in die Fresse. Nur noch Star Wars in Kadas mit Deagle. Das muss vorbei sein. Ja, Trouble. Rage Quit. Oh Mann, man holt hier keine einzige CT-Runde. Man wird hier komplett mit 9:0 befahren. Maus verliert mal wieder mit 16:8. Schade.